Es war wichtig. Es war ein, auch wenn es nicht so aussah, trotzdem ein schwieriges Spiel, weil man muss in so Spiele doch trotzdem hochkonzentriert reingehen, dass man ein gutes Gefühl rausnimmt und vor allem halt auch ohne irgendwelche kleineren Verletzungen damit rauskommt. Und deshalb wollten wir auf jeden Fall gut da spielen und das haben wir, denke ich, über die gesamte Dauer auch gut umgesetzt. Ich hoffe, dass wir jetzt auch den Schwung aus der Vorrunde noch mitnehmen können und dass wir ähnlich auftreten wie in der Vorrunde. Da haben wir auch um jede Situation gekämpft und waren immer konzentriert und fokussiert auf die nächste Situation. Und da ist jetzt auch wichtig, so ein bisschen die Spielfreude, die wir da auch gezeigt haben, jetzt mitzunehmen und ins Achtelfinale mitzunehmen, auch wenn es K.O.-Spiele sind. Aber ich denke, das schaffen wir schon. Dass man sich weniger Ausrutsche erlauben darf, das ist, glaube ich, ganz klar. Weil wenn das Spiel weg ist, dann ist es ganz vorbei. Aber ich glaube, bisher sind wir in jedes Spiel so reingegangen, dass wir das auf jeden Fall gewinnen wollten und haben das auch fast in jedem Spiel ganz gut gemacht und deshalb ändert sich für uns, glaube ich, nicht ganz so viel. Die Jungs gehen an die Grenze des Erlaubten, probieren es auszuloten. Kann natürlich auch für uns ein Vorteil sein, wenn die Linie der Schiedsrichter so weiter gefahren wird wie bislang bei der Weltmeisterschaft, dann sollten wir ziemlich viel in Überzahl spielen und das müssen wir dann eben ausnutzen.